Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen, jetzigen JFD Live Trading TV. Hier kurz vor der Mittagszeit, 11:40 Uhr, schreiben wir es. Und wir haben ja heute Morgen schon die ersten Daten verdaut aus der EU. Hier schlug es 10 Uhr, 11 Uhr ein. Zahlreiche ja, Konjunkturindikationen aus dem europäischen Wirtschaftsraum vom Industrievertrauen, nicht Verbrauchervertrauen, sondern vom Industrievertrauen über das Verbrauchervertrauen, Konjunkturklima und. Wirtschaftsstimmung war relativ interessant und die war hier bei 102, 101,5 Punkten erwartet und kam bei 101,2 Punkten rein, also leicht schwächer. Der DAX hat es hier ganz gut weggesteckt, wie wir hier im Stundenchart-Intervall aktuell sehen. Wir schrauben uns hier von der ja, schwachen Eröffnung nach oben. Und interessant hier, dass wir das Niveau von 10.600 Punkten verteidigt haben. Ja, also sicherlich hier eine sehr, sehr enge Kiste im außerbörslichen Handel. Da sind wir nämlich hier 21 Uhr. Das war dann praktisch auch hier die Fed-Geschichte. Am gestrigen Handelstag sind wir hier nach unten durchgerutscht und dann gab es hier sozusagen eine Seitwärtsrange im außerbörslichen Geschäft. Hier die JFD 24-Stunden-Indikation, die aber letztlich, und das ist sehr schön zu sehen hier im Stundenchart-Intervall, dazu führte, dass dieser Aufwärtstrend, da muss ich ja wirklich schon sehr, sehr weit zurückgehen, nämlich hier an Anfang Januar, dieser wurde hier tatsächlich touchiert und verteidigt. Par excellence. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wir haben hier unmittelbar vorausliegende runde Hausnummer und das ist die 10.700 Punkte. Das ist jetzt genau der Knackpunkt. Hier muss der DAX letztlich zeigen, ob er die Kraft hat, im weiteren Tagesverlauf darüber hinaus anzusteigen. Wir bekommen hier aus Deutschland 14 Uhr nochmal Verbraucherpreise, nicht EU, sondern direkt aus Deutschland. Das wird wichtig sein. Und dann gibt es 16 Uhr nochmal Immobiliendaten aus den USA. Also heute Nachmittag am frühen wie späteren Nachmittag hier durchaus nochmal Volatilität zu erwarten. Der DAX, wie gesagt, hier in Lauerstellung, deutet letztlich darauf hin, dass es durchaus einen Swing nach oben geben kann. Die tendenzielle Tendenz hatten wir gestern auch im JFD Livestream schon mal begutachtet, das rufen wir hier nochmal kurz auf, das große Bild. Im Sinne der Fed hätte es eben durchaus ein weiteres Durchstarten geben können. Das blieb aus. Ernüchterung, wir sind jetzt hier viel mehr in Range auf Tagesbasis. Wir haben hier unten die 10,5-10,6 hier als Support-Level und hier oben die 10.700 Punkte so ein bisschen als Knackpunkt, bevor dann die 10.850 Punkte interessant werden dürften. Also wenn wir hier einerseits die 10,6 nochmal durchschreiten, geht es relativ zügig in Richtung 10,5, da sind 100 Punkte nach unten, dann haben wir den nächsten Support und hier, wenn wir die 10,7 durchschreiten, dann wäre hier 10.850 das nächste Level auf der Oberseite. Aber, was sagt die Fuzzy-Logik? Dann schauen wir uns gleich mal an. Die sagt hier für die nächsten Tage eigentlich eine Seitwärtstendenz voraus, um dann letztlich hier im Februar durchaus mögliche Aufwärtsimpulse zu erfahren. Der DAX also hier tendenziell weiter natürlich höchst bullisch. Das Chartbild bleibt positiv ausgerichtet. Jetzt hier wieder eine Seitwärtsphase auf hohem Niveau. Wichtig eben, dass wir hier die 10,6, die 10,5 nicht unterschreiten. Das wäre ein denkbar schlechtes Signal, wenn der Markt hier eben diese Niveaus nach unten aufbohrt. Da sehen Sie auch hier diesen Tendenzfall, was wir gestern im JFD Livestream auch schon als Posttrend hatten. Dann könnte es hier durchaus nochmal einen stärkeren Rücksetzer geben, der allerdings das übergeordnete Bild keinesfalls ja, eintrüben würde. Es wäre vielmehr ein stärkerer Rücksetzer auf hohem Niveau, um dann hier nochmal eine ideale Kaufchance zu bekommen, um dann eben auf neue Hochs zu spekulieren. Also aktuell sehr, sehr spannend. Am Nachmittag kommen einige Daten rein. Stundenbasis, wie gesagt, jetzt wird es hier interessant bei der 10,7, ob der DAX jetzt hier zur Mittagszeit direkt den Ausbruch schafft, das bleibt mal abzuwarten, aber hier da jetzt vielleicht nochmal einen Durchschnaufer und am Nachmittag dann nochmal nach oben durchsetzen, wäre eine Idee, ansonsten bleibt der DAX hier wahrscheinlich in Range, also dürfte sich hier im weiteren Tagesverlauf seitwärts bewegen. Jetzt haben wir bald die volle Stunde, 12 Uhr schlägt es bald, jetzt sind wir schon über die 10,7, aber hier ist ein Widerstandslevel erkennbar. Kurzfristiger Natur ein Stück weit drüber, falls wir die 10,7 wirklich durchknacken, dann denke ich mal, bis 14 Uhr dürfte es im Maximum hier bis 10,37 gehen. Wir sehen gerade, die Kerze baut sich ja sehr schön auf, aber spätestens hier, das ist ja praktisch der Hochpunkt vom gestrigen Handelstag und dann hier auch nochmal von der Morgenstundenindikation, da dürfte es dann doch hier schon mal erstmal ein bisschen dünner werden. Also, dass wir jetzt hier direkt nach oben durchstarten, scheint kaum möglich, es sei denn, die Verbraucherpreise 14 Uhr kommen hier so gut rein, dass wir dann die 10.850 hier direkt nochmal ansteuern. Aber das sehe ich aktuell eher nicht. Der DAX sicherlich hier dann nochmal in einer kleinen Verschnaufpause, um dann letztlich den Auftrieb zu schaffen. Mal abwarten, was passiert. Der Wochentag selber glänzt. Natürlich, das darf man nicht unerwähnt lassen, durch Stärke. Hier der
Donnerstag mit einer der stärksten Tage, 55% positive Schlusspreise, ähnlich stark wie der Dienstag. Also mal sehen, was hier noch passiert. Letztlich bislang ein ganz positiver Auswurf. Gegebenenfalls schalten wir am Nachmittag nochmal rein, was der DAX dann hier in diesem Bereich macht. Er hebt sich aber jetzt tatsächlich über die 10,7 drüber. Wenn wir dann Close machen, also einen Stundenschlusspreis über dieser Marke, dann sieht das sehr, sehr gut aus, dass wir dann hier zunächst weiter seitwärts laufen, um gegebenenfalls dann tatsächlich hier über diese Widerstandszone bei 10.730 anzusteigen. Was oberhalb von 10.700, 10.730 blüht, haben wir hier auf dem Tagesschart besprochen. Das wären die Allzeithochs. Ansonsten ganz ruhig und nüchtern hier diese Range beachten und sich hier nicht wild machen lassen. Das sieht alles noch sehr konstruktiv aus. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es schon gewesen für den heutigen kurzen DAX-Ausblick. Ich sage ja, danke fürs Einschalten und wenn Sie mögen, kommen Sie später nochmal dazu beim zweiten Livestream des Tages, gegebenenfalls noch einen dritten. Lassen wir uns mal überraschen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine angenehme Mittagspause und bis bald, Ihr Christian Kämmerer.